Diese ganze Corona-Zeit ohne Zuschauer, das ist jetzt genau ein Jahr her. Können Sie vielleicht diese Zeit so ein bisschen nochmal aus Ihrer Sicht Revue passieren lassen? Und gleichzeitig, wenn man so eine Art Corona-Tabelle erstellt, dann steht die Eintracht da mit 61 Punkten auf Platz 3. Also nur Bayern und Leipzig holten in diesem Zeitraum mehr Punkte. Können Sie vielleicht auch eine Erklärung dafür finden, warum das so ist? Also warum die Eintracht mit dieser Situation vielleicht auch so hervorragend klarkommt? Also so gerne möchte ich es jetzt nicht mehr Revue passieren lassen. Ich hoffe, dass das alles bald einmal vorbei ist, dass die Zuschauer auch wieder ins Stadion kommen können, um uns und die Mannschaft zu unterstützen. Wenn man das natürlich hört, diese Zahlen, ist es schon beeindruckend, nach diesen zwei Top-Vereinen an dritter Stelle zu stehen. Ich glaube, am Anfang hatten alle die Ungewissheit, nicht nur wir, sondern auch viele andere auch, wie es jetzt ist, ohne Zuschauer zu spielen. Jeder weiß, dass wir auch von unserem Publikum natürlich auch leben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir gezeigt haben, dass wir es auch so schaffen können. Das haben wir auch gewusst, dass das über einen längeren Zeitraum auch gehen wird, dass wir uns der Situation auch anpassen müssen, dass wir die Situation auch annehmen. Und daraufhin dürfen wir schon stolz sein, wenn man diese Bilanz jetzt auch hört, dass wir es geschafft haben, auch mal ohne Zuschauer zurechtzukommen. Wobei ich schon klar sagen muss, die Zuschauer gehören einfach ins Stadion, um uns weiterhin zu unterstützen. Aber nicht nur in Frankfurt, sondern in der ganzen Bundesliga. Herr Hütter, letzte Woche gab es ja auch die frohe Kundschaft, dass Ben Manga seinen Vertrag verlängert und wirklich langfristig bei der Eintracht unterschreibt. Wie sehr hat Sie persönlich das auch gefreut? Und wie sehr verändert sich jetzt vielleicht auch die Zusammenarbeit durch diese Beförderung? Beziehungsweise wie haben Sie die Zusammenarbeit auch in den letzten Jahren wahrgenommen? Grundsätzlich, der Verein hat diese Entscheidung dann schlussendlich auch getroffen, mit Ben Manga zu verlängern. Er hat es bis jetzt ja auch sehr, 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 sehr gut gemacht hier. Und ich denke, die Zusammenarbeit war immer so, wie sie es einfach gehört. Er ist auf der Suche nach Spielern und versucht natürlich, gute Spieler herzubringen mit seinem ganzen Team. Und unsere Aufgabe ist es auch dann, die dementsprechend richtigen Spieler für den Verein, wie gesagt, hierher zu holen. Um auch ja, gute Perspektive zu bringen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch qualitativ gute Spieler, die den Verein und uns alle weiterbringen. Die Frage geht in eine ähnliche Richtung. Es hat ja bei Freddy Bobic jetzt noch keine Entscheidung gegeben. Sie haben ja auch schon mehrfach betont, dass das die Zusammenarbeit im Tagesgeschäft nicht betrifft. Gilt das auch für die Planung für die kommende Saison? Oder gibt es da jetzt andere Gesprächspartner, mit denen Sie sich da intensiver austauschen als Freddy Bobic? Oder wie läuft das dann zwischen Ihnen ab? Ich bin sehr, sehr loyal meinen Vorgesetzten und Freddy Bobic ist mein Vorgesetzter. Und was die anderen Gespräche betroffen habe, beziehungsweise ich bin natürlich informiert. Aber das habe ich da letzte Woche schon betont, dass uns das jetzt nicht aus der Ruhe bringt. Ich werde mich weiterhin meinem Vorgesetzten oder mit meinem Vorgesetzten austauschen. Das ist Freddy Bobic und Bruno Hübner. Und es geht auch um Loyalität und die halte ich auch ein.